Angriff und Init. Bin zu doof, um Init zu schreiben. Marshall und Adlerauge von mir ist gerade aber auch. So, dann hätten wir jetzt unser Set. Dann brauche ich jetzt das Corazon, was ich hier irgendwo drin hatte. Das war ja weiblich, ne? Ja. Fleckmon oder schrägliche Lamus habe ich ja selbst. Weil ich mir einfach einen Fleckmon hier oben nehmen könnte. Kannst du noch Fluch? Ne, da müssen wir es dir auch mal eben beibringen. Ist auch männlich. Perfekt. Muss ich meine Competitive-Dinger nicht dafür verwenden. So, dann können wir das dann züchten. Und dann nehme ich mir noch hier mein Visenior raus. Das braucht keine Zuchtattacken. Das machen wir einfach so. Okay. So. Hätten wir die Pokémon schon mal vorbereitet. Dann hier wieder raus. Pokémon Bank beenden. Zack. Und hier wieder rein. Und wieder rein ins Spiel. So, dann haben wir da auch jetzt unsere zwei neuen Pokémon. Die wir uns jetzt auch eben mal fix züchten. Mehr oder weniger fix. So, einen Gewinnpunkt bekomme ich nochmal. Also Moveset ist jetzt geplant. Kehrtwende, Rückkehr, Durchbruch und Dunkelklaue. Dazu halt dann der Walschall. Und frohes Wesen. So. Fangen wir sogar mit dir an, weil du dürftest eigentlich relativ schnell gehen. Du hast sogar direkt schon das Adlerauge. Das ist gut. Wobei ich es dann eigentlich eher schon fast hart machen würde, um halt noch ein bisschen mehr Angriff rauszuholen, weil es durch den Walschall eh eigentlich recht fix ist. Aber wenn du ein Frohes willst, dann sehr gerne. Ich muss kurz mal gucken, auf wie viel Init kommt das denn dann. Ja, aus der Dings möchte ich raus. Ach, Moment. Das Wesen. Derp. Du bist hitzig. Du bist nicht froh. Muss mal das Wesen drauf züchten. Da. Ja, du warst hitzig. Ich habe hier Pokémon für alle gemacht. Ich glaube, keiner von denen, die dran gekommen sind, ist jetzt auch ein Sub von mir gewesen. Von daher. Kommt wir sehen ja dann 250 Angriff. Naja, 306 Init. Es überholt auf jeden Fall einiges. Ja. Dann packen wir die mal eben beiden rein, damit wir schnell mal eben ein frohes Visor bekommen. Wieso gibt es eigentlich Visenior als Twitch-Emote? Wo kommt das bitte her? Das habe ich schon jetzt öfters gefragt, weil ich es schon mehrmals gesehen habe. Aber wo hat denn jemand da bitte Visier nochmal als Twitch-Emote reingepackt? So. Da fragt man sich, warum subbt man nicht eigentlich, wenn man nichts bekommt, außer so ein paar komische, schlecht gezeichnete Emotes? Eine gute Frage, Exakun. Eine gute Frage. Das ist ein Better Twitch TV Emote. Ah, okay.
Oh, dieser Fisch schon wieder, ja. Bitte verschont mich mit diesem Fisch. Wenn du ein Pikachu/Raichu/Pichu mit Voltackeln möchtest, musst du einfach ein Pichu oder Pikachu in die, oder Raichu in die, also ein Pikachu oder Raichu in die Pension packen und einem Kugelblitz in die Hand drücken. Das braucht halt eben, um einen Kugelblitz zu tragen. Sachen wegnehmen hier. So, du kommst wieder dahin. Und du kommst wieder in diese Box. Für Sachen, die wieder zurück nach Bank kommen. Immer diese schöne Super Metroid-Musik. Kugelblitz kriegst du von wilden Pikachus. 5%ige Chance, dass die einen tragen. Ich denke mal, wieso braucht doch. Wie viele Schritte brauchen die eigentlich zum Ausschlüpfen, muss ich jetzt mal gucken. Müssen gar nicht mal so viele sein, zumindest bei Visor zumindest nicht. Nee, 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 die Trassers gebe ich nicht weg. Beim besten Willen nicht, das sind meine ganzen Synchro-Trasslers. Die brauche ich, um Pokémon zu fangen. Ach ja, stimmt. Können wir Zucht aktuell mal ändern. Senior und Warlord. Flop. So. Und wir drehen uns weiter im Kreise. Immer und immer weiter. Genau, ich wollte nachgucken, wie viele Schritte die brauchen. Da war ja was. Morlord, 5000. Wir sehen nur 3800. Wie viel haben Impergator und Tornado gebraucht? Wie lange geht der Stream noch? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich bis die beiden hier fertig sind. Und ich schätze mal, bis 19 Uhr dürfte das sicher noch gehen. Ja, okay, Impergard hat auch 5000 gehabt. Hey, die Kreislaufprobleme, sie sind zurück. Natürlich, wer mag denn nicht die Kreislaufprobleme? Vielleicht bekommen wir irgendwann zwischendurch nochmal ein Shiny on Screen hier. Im Chat. Im Chat, im Stream. So. Frohes Visor. Jo, sieht sehr froh aus. Hat aber Angst, Hase. Ist auch nicht so schlimm jetzt. Das kann auch das Adlerauge wieder zurückbekommen. Ob nun Angsthase oder Adlerauge, das ist beides eigentlich ziemlich egal. So, schauen wir mal kurz mal die DVs an. Hallo.
Xiaomi. Was hat das denn? Ein sehr guter Angriff. Das ist gut. Shiny Jan Rosa confirmed. Ja, ich habe den Schillerpin schon. Safcon mit Evoliten. Ich glaube nicht. Nein. Nee. Es dürfte schwer werden. Vor allem der Movepool ist so ein bisschen schlecht. Dann doch eher Carpador mit Evolid. Das kann wenigstens Sprungfeder lernen. Glaube ich. So, dann brüten wir doch mal was aus. Ja, Megalamos sieht wirklich ein bisschen sehr komisch aus. Hätte man auch was Besseres draus machen können. Es dauert mir lange und Muschat wird es dann komplett aufgegessen haben. Ja. Was ist besser, Evolid oder Offensivweste? An sich der Evolid, weil es beide Verteidigungswerte um 50% erhöht, aber nicht jedes Pokémon kann einen Evoliden tragen. Von daher. Genau, weil Mega Lachoking, der guckt da, das ist genau andersrum, da gucken wirklich nur die Füße noch raus. Es gibt. Gab es, glaube ich, irgendwie ein Event Carpador, was Sprungfeder lernen konnte? Irgendwie sowas, glaube ich, war das. So hätte man wenigstens Garados mit einem halbwegs guten Flugstep, aber. Naja. Halbwegs gut. Muddiness confined in a chest. Ein schöner Songname. Wenn ich schon Jan Kappa habe, kann ich dann doch eher einen Jan Kappa HD. Nee, der Jan Kappa reicht mir eigentlich. Ich finde, der sieht schön aus. Und das mit dem Carpador mit Staffette boosten und sweepen, das kann man mit jedem Pokémon machen. Ist ja nicht so, als wäre das exklusiv für Carpador. Ja, und ich habe auch keine Ahnung, was mit dem Mikro gerade los ist. Vorher bei den Aufnahmen war noch alles in Ordnung und jetzt plötzlich, no, I don't wanna. Rauscht der gerne so ein kleines bisschen rum. Wobei mich mal was interessieren würde. Ist das Rauschen jetzt immer noch da? Oder ist es weg? Hallo? Krabbit. Stehst mir ein bisschen im Weg. Das müsste der größte Fall der Runde gezeichnet haben. Echt mal Exakun. Ja, und Janschank ist noch in Arbeit. Immer noch da. Hm. Wie gesagt, keine Ahnung, woran es liegt. Ich müsste nachher mal gucken nach dem Stream.
Brauchst ein schickes Foto vom Schrank. Bitteschön. Da hast du den Schrank. Einfach ein blauer Sack. Jetzt kriegen wir eine Übersteuerung. Ja, wie gesagt, ich gucke dann einfach nachher. Nach dem Stream mal. Vielleicht ist einfach nur zu laut eingestellt. Ich kann sie auch ein bisschen leiser drehen. So wie jetzt gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht zu leise ist. So, ich habe allgemein vielleicht ein kleines bisschen leiser gedreht. Damit es sich auch irgendwo wieder ausgleicht. Ich könnte mir ja sagen, ob es so passt oder ob nicht. Das könnt ihr ja entscheiden. Ich sollte vielleicht dabei auch noch ein bisschen reden. Wenn es eine Übersteuerung ist, dann kommt es wahrscheinlich eh nur, wenn ich gerade rede. Der Schrank behilft mir, ein Gronkh-Mitglied zu werden. Ich möchte aber kein Gronkh-Mitglied werden. Das ist ein bisschen nur, wenn ich rede. Ja, dann ist es ja irgendwas mit einer Übersteuerung oder so. Joa, wie gesagt. Mal gucken. Vielleicht bildet ihr es auch nur alle ein und es ist gar nichts in Ordnung damit. Es ist alles in Ordnung damit. So rum. Und ein Wieso nach dem anderen schlüpft uns hier aus dem Ei. Ich sollte aufhören zu reden. Und ihr bildet euch meine Stimme nur ein. Ganz genau so ist das. So. Die Stimme in unseren Köpfen. Genau, das ist die Stimme eures Gewissens. So, gucken wir nochmal durch. Wow, sind sogar alle mit Angsthase rausgekommen. Oder kann Visenio gerade zufällig sogar, Wieso zufällig sogar nur Angsthase haben? Können wir ja mal nebenbei schauen. Ne, ich habe keinen Togekriss. So, was haben wir denn? Angriff, Verteidigung, Init. Ja, schon mal ganz gut. KP, Angriff, Spezialverteidigung. Joa. Spezialangriff. Nope. KP, Verteidigung, Init. Auch wieder nur drei Werte. KP, Verteidigung, Spezialangriff. Na gut. Schauen wir mal. Das waren jetzt KP, Angriff, Spezialverteidigung. Dann nehmen wir das jetzt erstmal. Haben. Okay, Angriff und Spezialverteidigung. So. So, dann weg.
dir. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Gewissen und sowas glaube ich nicht. Mein Bauch denkt für mich. Ja, ist immer gut mit dem Bauch zu denken. So, drei Werte haben wir drauf, zwei fehlen noch. Ein Kappa-Counter, oh Gott. Eigentlich müsste die Welt wirklich voller Zuchtreste sein, ja. Wenn ich bedenke, wie viele Leute nur am Rumzüchten sind, dann müsste wirklich die ganze Pokémon-Welt voller Zuchtreste sein. Daher gibt es auch noch so viele Pokémon auf der Welt. Das sind alles Zuchtreste von irgendwelchen Trainern, die irgendwie in dieses Spiel gelangt sind. Und deswegen gibt es überall Zuchtreste. Ein wilder Zuchtrest ist aufgetaucht. Und während sie Zuchtreste sind, haben sie nebenbei noch ihre ganzen DVs verlernt und sind deswegen ein bisschen schlechter geworden. Jo. Das ist die Erklärung. So, dich kann ich auch freilassen. Perfekt. Und das ging schnell. So, dann würde ich aber sagen, wir machen nochmal eine kurze Werbepause. Und dann züchten wir uns hier mal unser Visor weiter. Viel fehlt ja nicht mehr dafür. Also, bis gleich. Nochmal kurz zwischendurch. Peggle 2000, vielen, vielen Dank fürs Subscriben. Damit gehörst du auch zu den teuflischen Stars auf Twitch. Danke und Werbung.
Jo, wir sind zurück und erstmal Zero Key. Nochmal vielen Dank fürs erneutes Subscriben. Damit bist du auch weiterhin einer der teuflischen Stars auf Twitch. Und Topsplay, vielen, vielen Dank fürs Subscriben. Ich glaube, du bist neu, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Kam mir der Name jetzt nicht so bekannt vor. Damit gehörst du auch zu den teuflischen Stars auf Twitch. Vielen, vielen Dank an euch beide oder eigentlich an euch drei. Ja, es sind mehr oder weniger drei direkt hintereinander gewesen. Von daher. Joa. Danke. Wo wir gerade noch dabei. Joa! Danke, vielen, vielen Dank fürs Subscriben. Damit gehörst du auch zu den teuflischen Stars auf Twitch. Meine Güte, vier Leute jetzt schon. Subtrain ahoy, oh Gott. Ich habe zumindest keine Tidus-Lache hier wie Emero drin. Ist ja sogar noch komischer, wenn hier die ganze Zeit irgendjemand lachen würde, wenn irgendjemand subscribt. Wenn, dann müsste ich ja meine eigene Lache hier reinnehmen und dann immer... Oder wie ich da gelacht habe in Blattgrün. Und das dann als Sub-Sound. Nee. Ich glaube, das wäre nicht so toll. Was ich aber gerade noch mal kurz erwähnen wollte. Falls ihr mich auch noch anders unterstützen möchtet, könnt ihr unter dem Stream auf den Donation-Tracker gehen. Und dort über PayPal ein kleines bisschen was spenden. Wir haben jetzt aktuell wieder ein neues Spendenziel. Also eins auch mit Sinn. Gut, die anderen hatten auch Sinn, aber das hat auch Sinn. Nämlich eine PS Vita inklusive eines Grabbers und dem ein oder anderen Spiel. Unter anderem halt auch Tales of Hearts R und Sword Art Online oder Persona 4 Golden. Und ja, dafür wird jetzt aktuell gesammelt. Den Pokémon-Entwicklungssound. Nee. Und ja. Ich müsste mir halt einfach aus Japan dann direkt so ein Ding, oder ich glaube aus Amerika mittlerweile gibt es die auch schon, mit Grabber importieren. Und dann kann ich an sich auch von der Vita Let's Playen. Oder streamen. Ich habe mir danach gemacht, überlegt, dass ich vielleicht mal sogar Tales of Hearts R sogar blind streamen würde. Das wäre dann auch mal was Neues. Dass ihr dann mal quasi ein Tales-Spiel von mir blind sehen würdet. Von daher, ja. Genau, ich wollte ja nebenbei noch Internet hier wieder anmachen am 3DS. Falls ja jemand eine Brutkraft zu viel hat. Das natürlich auch meine eigenen Brutkräfte. So. Brutkraft. Brutkraft. Level 3. Oder falls ihr eure Brutkräfte trainieren wollt, schießt sie auf mich. Oh gut, da wäre jetzt eh Level 3 gekommen. Und da ist gerade eine Spende gekommen. Moment. Guck sofort. Mein Zettel wieder reinklemmen. Von einer Tür 2014. Anzahlung für den neuen 3DS XL plus Capture Card plus Hin- und Rückversand. Eigentlich was für eine PS Vita, aber trotzdem vielen, vielen Dank fürs Spenden. Danke. Blindes Tales von Jesse. Das kann ich nicht sehen. Sehr gut. Wahlband-Explosions-Geowatz. What the fuck? Kremlin-Tote. Yay. Tode, nicht Tote. Mit D. Die Tür. Eine Tür, wieso nicht ein Schrank? Weil der Spender eine Tür 2014 hieß und nicht ein Schrank 2014. Also nochmal zu Tod und Tod. Tod mit D ist das Nomen, also der Tod oder die Tode. Und Tod mit T ist das Adjektiv, also es ist tot. Oder ein totes Georock.
Nur mal so nochmal zum Unterschied. Ich bin in den Ferien, also bitte. Ich habe auch Ferien, ich bringe mich trotzdem gerne das ein oder andere noch bei. Nebenbei auch weiterhin, wenn ihr irgendwas hier... Ich bin sehr doof, dass der Tod nicht tot ist. Ja. Falls ihr hier irgendwelche Tauschaktionen und sowas machen möchtet, schreibt dann bitte... Ich kann sehen, von wem die Spende gerade kam. Schreibt euch bitte per PN untereinander an, nachdem einmal angefragt wurde im Chat. Also solche kleinen Anfragen nach dem Motto, hat jemand das und das, bitte PN an mich und so, könnt ihr gerne machen, aber alles weitere danach über PNs weiter. Und wir haben gerade nochmal eine Spende bekommen von Jessys Schrank 2014. Danke, Schrank! Und noch 1 Euro für die Vita. Und danke an den Spender natürlich. Vielen, vielen Dank. Und von Anonym, vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Streams und LSPs. Mach weiter so, viele Grüße. Peggle, PS, kann ich ein Nidoking werden? Wäre voll nett und so. Danke für die Spende und du bist auch der gerade gesubbt hat, ne? Wenn ich es gerade richtig im Kopf hab. Peggle. War das nicht eben noch? Du hast als allererster. Ja, Peggle 2000. Auch nochmal danke extra. Aber für heute haben wir erstmal jetzt die Pokémon. Vielleicht ein andermal, wenn ich das nochmal mache. Ah, da haben wir sogar mal eins mit Adlauge oder zwei. Ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich das mache hier mit dem Züchten. Weil so ein bisschen was ist auch so für euch, ne? Ich kann ja auch irgendwann dann mal machen, dass ich dann quasi auch für euch ein Pokémon züchte und ihr es dann quasi auch bekommt. In Zukunft. Nee, wie gesagt, heute keine Kämpfe. Heute ist nur Züchten dran. Kämpfe können wir noch morgen machen. So, KP Spezialverteidigung. Ist sogar noch schlechter als seine Mutter. Deine Mutter ist besser als du. Wie gesagt, alles weitere über PNs. Schreibt euch dort einfach eben die Sachen hin und her. Ihr seht ja hier, mit wem ihr dann schreibt. Oh, du hast schon mal 4 Werte. Das können wir schon mal nehmen vorerst. Du bist noch im Großen und Ganzen akzeptabel. Mir. Also an sich würde ich, glaube ich, sogar das hier am liebsten nehmen zum Weiterzüchten. KP, Angriff, Verteidigung, Griff. Das sind immer 3 Werte, aber es hat den Adler. Es hat das Adlerauge. KP, Spezialverteidigung. Oder hast du auch Adlerauge? Das ist Angsthase. Deine Mutter ist besser als du. Der neueste deine Mutter-Witz. So. Schauen wir hier nochmal. KP, Angriff, Verteidigung, Spezialangriff. Dann müssen wir mal die richtige Fähigkeit drauf. Dann müssen wir nur das richtige Wesen. Die anderen beiden Fähigkeiten nochmal. Nein, die anderen beiden Werte nochmal drauf. So. Meine Güte, ich bin heute echt so doof zum Reden. Moment, was? Eine Hypnose-Wahlglas-Mobilikat? Irgendwo macht das nicht gerade viel Sinn. Achso, Hypnose und dann austauschen. Na gut, dann... Wahlglas Hypnose, New Meta.
Wieso züchte ich Visor? Weil jemand ein Visor haben wollte, was ich hier ausgelost habe. Von daher züchten wir Visors. Hier weiter. Der Wallschal. Das ist quasi ein Schal, der die Verteidigung erhöht dann. Oder so. So, dann brauchen wir das jetzt auch nicht mehr. Ich wäre ja immer noch voll dafür, dass es Wahl-Items gibt, die auch die Verteidigung erhöhen. Oder eine physische Offensivweste. Bin ich ja auch immer noch dafür, dass das mal kommt. Junge, dass die HP verdoppelt. Oh Gott. Gibt sowas bloß nicht Hytera. Die 1500 HP und so kann ich, glaube ich, echt nicht gut gebrauchen als Gegner. Oh, wie viel auch mal. Kommt das nicht sogar bei 800? Ich glaube, das will man echt nicht als Gegner haben. Im Winter habe ich auch so einen Wahlschall, aber schneller werde ich nicht. Evoliten für Pokémon ohne Entwicklung. Oh Gott. Bitte nicht. Besonders Hytera braucht so ein Item. Ja, ja. Hytera, Evoliten und so. Das wäre auch ein bisschen komisch. Naja, wenn das Pottrott genug Def hat und sich erholen kann, dann kann ihm den auch so nicht abziehen, wenn man nicht gerade krittet. Von daher. Usain Bolt trägt einen Wahlschal. Auch schön. Es ist nicht unmöglich, einen Pottrott zu one-hitten. Habe ich auch schon gemacht. Da haben wir wiederum Megaflunkiefer. Megaflunkiefer kann Pottrott one-hitten mit einem Eisenschädel. Ah, wir sind schon wieder voll. Und Megaflunkiefer ohne irgendwelche Angriffsboosts. Einfach so. Draufhauen und tot. Solange es nicht gerade ein physisches Pottrott ist. Ich denke mal, ein spezielles Pottrott kriegt man damit ganz locker kaputt. Bei physischen braucht man vielleicht noch einen zweiten Schlag. Ja, sagst auch fast unmöglich. Das Visor wird ein frohes Visor mit ganz vielen Angriffsattacken mit dem Wahlschal. Offensivwesten Pottrott. New Meta. Ja. Es gibt kein Pokémon, was zwei Items tragen kann. Und das mit dem Gratinis kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe schon
ziemlich fix mein perfektes Dratini bekommen. Wenn der Attacke daneben geht, kann Portot auch nicht gewonnen werden. Das stimmt. Warum froh? Weil die, die es so haben wollte, es so entschieden hat. Offensivwesten, Portrots und Hytera, ja, ja. Ne? Also ich hatte eigentlich ganz viel Glück. Ich habe es jetzt mit meinem Pikachu Glück gehabt. Und dabei habe ich das gezüchtet ohne Ewigstein. Um den Voltackle drauf zu bekommen. Das hat auch nur gestern Abend ein bisschen was gedauert. Und heute Morgen nochmal ein bisschen was. Also da saß ich an meinem Shiny Froxy ein bisschen länger. Als ein Pokémon mit einer richtigen Fähigkeit, dem richtigen Geschlecht und dem richtigen Wesen zu bekommen. Weil ich wollte, dass Pikachu oder das Pichu ist jetzt weiblich mit Blitzfänger und hat frohes Wesen und perfekte TVs. A631er. Einfach so. Ach ja, und nebenbei habe ich ja noch zwischendurch noch ein Shiny Pichu bekommen. Einfach so. Tja, mein Glück beträgt over 9000. Das stimmt manchmal. Schub da Wupp, Hytera. Eine Fähigkeit, die bewirkt, dass du zwei Items tragen kannst, sollte es geben. Nee. Muss nicht. Jo. Und eins noch. So. Mal gucken, ob da irgendwas Gutes dabei ist. Null EVs überall ist mindestens genauso gut wie 31 TVs überall. So, die haben zumindest alle Adlerauge. Ja. Die KP sehen bei 4 auch ganz gut aus. Das könnte sogar ganz gut sein. Naja, es gibt zumindest die Möglichkeit, dass ein Pokémon mehr oder weniger zwei Items haben kann. Und zwar mit der Fähigkeit, der versteckten Fähigkeit von Florges. Sobald eins seine aufgebraucht hat, kann man die seine eigene weitergeben. Somit hat er danach im Endeffekt wieder zwei Items. So, KP, Angriff, Verteidigung, Initiative. Drip, drip. Next. KP, Angriff, Verteidigung, Spezialverteidigung, Initiative. Brr, 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 brr. Wir haben unseren Visor. Und es ist sogar weiblich, das ist sogar ganz passend. Ich brauche mal eben ein Ladekabel, weil mein DS gerade wieder ein bisschen rot wird. Ach, DS, muss doch nicht gleich rot werden. So schlimm war das nur noch nicht. So, schauen wir nebenbei noch weiter. Wir haben ja noch zwei da unten. Ne, das hat nichts. Und da haben wir auch nichts. Egal. Wir haben unser perfektes Visor. Passt.
kannst weg. Du bleibst. Du kannst weg. Und du kannst weg. Keine Ahnung, ob ich jemals Super Pokémon Rumble spiele. Mal gucken. So, als nächstes muss ich euch beiden erstmal wieder Fluch und Genesung beibringen. Bist du überhaupt männlich? Ja, okay, gut. Ich habe auch einen Roserade mit HP und Licht. Wieso auch nicht? Dahin. Also keine Ahnung, ob man Megasteine austauschen kann. Ich hätte jetzt aber gesagt, eigentlich nicht. Weil die man ja mehr oder weniger eigentlich für die Mega-Entwicklung braucht. Von daher sollte man eigentlich die Dinger nicht wegtauschen können. Hätte ich jetzt gesagt. So, dann möchten wir mal den Fluch lernen. Och, Fleckmann, jetzt fluch doch hier nicht so rum. Nur weil du wieder mit irgendeinem Stein rummachen musst. Wir sind schon nebenbei fertig mit den ersten drei. Es fehlt nur noch Morlord. So, und nochmal die Genesung. So, hätten wir die Sachen drin. Beide gleich mal in die Pension. Dann kriegen wir schon mal gleich dann ein. Ist eigentlich egal, was von beiden ich rausbekomme, glaube ich, oder? Ich meine, Morlord kann es mit beiden machen. Morlord? Kann es mit beiden treiben, ne? Aber gut, es kommt eh ein Corazon raus, merke ich gerade, weil es ja ein weibliches Corazon ist. Also ich wäre Game Freak sehr dankbar, wenn sie Abschlag wieder auf 60 runtersetzen. Oder allgemein auf 60 runter. Dann kann man es wenigstens Techniker nutzen. So, Morlord. Du kriegst die Genesung und den Fluch von Corazon, ne? Ja. Nehmen. Ist Abschlag nicht sogar mehr? Hm. 65, ja doch, sage ich doch. Erstmal wieder in die Box. Was ist dein Wesen? Froh. Nee, ich brauche Sacht. Habe ich ein sachtes Ditto? Ja. Moment, was hast du eigentlich für ein Wesen? Du bist forsch. Schade. Oh, ein sachtes Ditto haben wir auch. Für Angriff und Spezialverteidigung. Das sind sogar schöne Werte. So, dann warten eben, dass ein Ei rauskommt. Ja, Abschlag auch hätte ich liebend gern als Tutor-Move. Und Schallwelle. Die beiden auf jeden Fall, bitte.
So manche Attacke hätte ich sehr gerne als Tutor-Move. Die Hiebe oder die Zähne wären auch ganz gut. Allgemein, so ein paar Move-Tutoren. Ich glaube, hier in XY gibt es ja gar keine. So. Tarnsteine auch. Oh ja. Ich hätte gerne auch wieder die Tarnsteine als Tutor-Move. Ja, ich weiß, dass Visino Schallwelle lernen kann. Hab's aber den Spezialangriff und Visino lernt eine Menge geilen Spezialangriffe, aber es lernt einfach keinen Spezialangriff. Auflockern, das wäre auch wieder sehr schön. Urteilskraft, yo. Seems like it. Urteilskraft, Totobuff. So. Top, 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 top. Du kommst wieder auf die Bank, du kommst wieder auf die Bank. Moment. Ich brauche erstmal ein weibliches Morlord. Ich muss jetzt erstmal ein männliches Corazon hier rausbekommen. Dann hoffen wir mal, dass einfach das, was jetzt rauskommt, männlich ist. Ich rede gerade von richtigen Tutor-Moves und nicht diese speziellen Attacken. Speziellen Attacken. Die bringen meistens nichts bis auf Draco-Meteor. Da ich keine Lust habe, über 5. Gen zu züchten, weil ich alles in dieser Gen machen möchte, hole ich mir auch aus der alten Gen. Ich könnte mir so viele Pokémon sowieso vereinfachen, indem ich sie einfach aus der 5. Gen arrangiere. Aber ich möchte alles in der 6. Gen züchten. Oder legendäre einfach hier hoch trainieren, in die Party übertragen habe. Nachahmer von Fabigel als Tutorhof. Oh Gott! Ist ein bisschen gemein. Ich sag mal so, die 15 Werte können auf der Innet sehr entscheidend sein. Wenn du zu langsam bist, kannst du immer noch gewonnen werden. Egal was da steht. Na dann. Ja, wenn der anderen Wahlschall hat, dann bist du doch trotzdem wieder langsamer. Von daher.